Wenn Sie diese Musik hören, dann verstehen Sie meine Bilder auch viel besser. Diese Art von Musik läuft bei mir im Atelier. Nur so kommt man auf Gedanken, die fernab vom Alltag sind und einen in eine völlig neue Welt eintauchen lassen.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Glasen, liebe Mitglieder der ISA-Gilde, sehr verehrter Herr Stadtpfarrer Lindmeier, liebe stellvertretende Landrätin Merleja Bellisch-Müller, sehr verehrter Herr Altbürgermeister Jürgen Stadler, sehr geehrter Herr Bramenkamp, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kreistags und des Stadtrats, erlauben Sie mir stellvertretend unsere Kulturreferentin Heike Eichner zu nennen. Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Gemeinschaft, es ist wirklich schön zu sehen, der Herr Glasen hat es gerade vorher eingangs zu mir gesagt, es ist für 50 Besucherinnen und Besucher bestuhlt worden und Sie haben es bestimmt mitbekommen, das hat bei weitem nicht ausgereicht. Also ein wunderbarer Einstieg in diese Ausstellung. Und ich möchte von Herzen Danke sagen an die ISA-Gilde, an Sie, Herr Glasen, stellvertretend, dass Sie für diese Ausstellung das Thema auch aufgegriffen haben, unseres Jubeljahrs, unseres 800. Geburtstags unserer Heimat. Daher vielen, vielen Dank an alle, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Es müssen immer viele Hände und Energien ineinander greifen, um sowas möglich zu machen. Dafür herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kunstfreunde, Gegenwart ist voll Vergangenheit, so der Titel eines Aquarells der Mettener Künstlerin Claudia Weiger-Trinkler, ist quasi der Leitgedanke für diese Ausstellung der heimischen Künstler. Ohne den Blick auf Vergangenes kann man Gegenwärtiges schwer einordnen und bewerten. So werden diesmal nicht nur die aktuellen Kunstwerke der ISA-Gilde zu sehen sein, sondern auch ein paar, die schon von vielen Jahren zu den vergangenen Jubiläen der Stadt entstanden sind. Zum Titel des diesjährigen Jubiläumsjahres der Stadt Landau, 800 Jahre Landau, fügten wir den Zusatz bei, die ISA-Gilde feiert mit. Lassen Sie mich, werte Zuhörer, nun einen Rundgang durch die Ausstellung machen. An erster Stelle hängen die Werke einer der beiden Gastaussteller dieser Ausstellung, Dr. Susanne Frick aus Dingolfing. Jetzt beteiligt sie sich zum dritten Mal, kann also noch heuer ordentliches Mitglied der ISA-Gilde werden. Das farbenfrohe Werk Happy Rhythm of My Summer Soul zeigt einen abstrakten Blumengarten. In den beiden anderen Bildern zeigt sie etwas Geheimnisvolles, die eigene Fantasie anregend. Gehen wir in die zweite Koje. Dort hängen an der linken Seite zwei realistische Bilder von Josef Meyer aus Niederhöcking oder Landau. Das kleine Fenster oben rechts im Bild drei Fenster ist eine Spiegelung des realen Fensters von der Zimmerseite gegenüber. Für Josef Meyer sind Spiegelungen ein spannendes Sujet. Kurz vor der Treppe ins Obergeschoss sehen Sie noch ein drittes Bild von Josef Meyer, Unheimliche Landschaft aus dem Jahre 1979. Eine Landschaft mit einem Heuwender, die unheimlich surreal zur Wirkung kommt, was durchaus gewollt war. Jahre blickt der Plattlinger Fotograf Rudolf Weber zurück und zeigt zwei farblich verfremdete Fotos, die mich bei der Arbeit an meinem Landart-Projekt Isarwellen während des Isarfestes in Landau zeigen. Last but not least ein paar Worte des Dankes. Dieser geht in erster Stelle an Sie, erster Bürgermeister der Stadt Landau, Herrn Matthias Kohlmeier, für seine Begrüßung hier und die kostenfreie Benutzung des Glassaales im Kastenhof Landau. Über Ihre finanzielle Unterstützung haben wir uns ebenfalls sehr gefreut. Mein Dank geht an die drei Musiker der Städtischen Musikschule Landau, Musikerinnen, die uns mit so hochqualitativer Musik unterhalten. Mein Dank geht an die Pressevertreter der Landauer Neuen Presse, der Landauer Zeitung bzw. des Dingolfinger Anzeigers einschließlich ISA aktuell.